Hallo Klickenabendler, wir stellen euch heute The Cat vor. Das hat ein wunderbar cooles Cover. Das gab es mal früher bei DVD, ist hier so ein 3D-Cover, dass das Auge blinzelt, wenn man es bewegt. Zwinkert. Finde ich, ja, zwinkert, finde ich total süß gemacht. Wir machen das heute mal ein bisschen anders da. Die Berner und ich haben das Spiel noch nicht gespielt. Üblicherweise lese ich ja die Regeln und erkläre es der Berner und dann spielen wir das ein paar Mal. Und ja, das ist jetzt unsere Erstpartie. Es ist aufgebaut zu zweit. Hier liegen vier Karten. Jeder hat hier vier Stapel mit A4 Karten und 16 Karten sind aus dem Spiel raus. Ziel des Ganzen ist es, dass wir in jedem Stapel die vier gleichen Karten haben. Es gibt jede Karte genau viermal in dem Spiel. Und wir müssen exakt die gleiche Karte in jedem Stapel sammeln. Also hier viermal, keine Ahnung, die grinsende Katze mit dem Schwanz nach links. Und sobald wir es geschafft haben, rufen wir Stopp. Dann wird es überprüft. Sind alle Kartenstapel komplett identisch? Also sind alle Karten in einem Stapel komplett identisch? Bei allen vier Stück kriegt der Spieler 1, 2, 3, 4 Punkte plus einen Bonuspunkt, weil er Stopp gerufen hat. Ist nur ein Fehler drin, kriegt er 0 Punkte. Und der andere Spieler kriegt immerhin so viele Punkte, wie er gleiche Sets in einem Kartenstapel. Das Fiese ist jetzt, dass die Katzen sehr, sehr ähnlich aussehen. Hier gibt es zum Beispiel eine Katze, die grinst mit dem Schwanz nach links. Es gibt die Katze aber auch mit dem Schwanz nach rechts. Die sehen sich schon sehr, sehr ähnlich. Kann man ganz leicht Fehler machen. Und wir spielen gleichzeitig. Und wir dürfen uns nicht alle Kartenstapel auf die Hand nehmen, sondern immer nur exakt einen. Dann müssen wir eine Karte ausspielen in die Mitte, wenn wir tauschen wollen, und dürfen eine aus der Mitte aufnehmen. Und wir dürfen auch unter den Stapeln nicht tauschen. Das heißt, wenn ich hier was sammle, was ich da brauche, muss ich die halt erst in die Mitte legen und muss den später auf die Hand nehmen, um dann zu tauschen. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr gleich. Wir spielen ja Echtzeit. Dann sage ich mal, alles verstanden? Auf die Plätze, fertig, los. Was will ich denn hier mit? Das ist ja total. Na, das ist nicht gut. Berner hat noch Karten, die ich brauche. Ganz sicher hat sie die. Also du musst ja auch noch welche haben, die ich brauche. Mhm. Okay, das ist jetzt natürlich ein Putt. Stopp! Okay, die darf ich nicht mehr nehmen, sonst hätte ich jetzt fast geschafft. Dann überprüf mal, ob das stimmt. In allen musst du jeweils identische Karten haben. Ich hoffe, das stimmt. Das ist dein Set 1. Grin, das ist doch schon falsch. Das stimmt. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Das heißt, du kriegst 0 Punkte. Dann überprüft mal meinen Mitspieler. Scheiße, ich habe vergessen, dass ich das nicht fertig habe. Das hier sieht identisch aus. Der Rest ist richtig. Ich habe vergessen, dass ich das nicht Punkt. Fertig gemacht habe. Zweiter Punkt. Dritter Punkt. Und das war der, den ich fast geschafft hätte, wenn die Beine nicht Stopp gerufen hätte. Der hätte mir nämlich nur noch eine Karte aufnehmen gefehlt, da war ich gerade dabei. Und damit kriege ich 3 Punkte und hätte, wenn die Berner das noch, wäre ich trotzdem schneller gewesen als du. Was faszinierend ist, weil da lagen ja dann gerade die vier, da lag ja ein Set da. Ein Set lag da. Genau. Das heißt, gerade wenn man es mit mehr Personen spielt, wird es wahrscheinlich deutlich mehr nicht zu so einem Tiebreaker kommen, weil in der Sicht musste man jetzt überlegen, lohnt es sich, auf die einzelnen Karten zu gehen oder nicht. Aber es hat sich ja gelohnt, weil tatsächlich. Ja, weil ich was vergessen habe. Genau. Ja, jetzt würde das aufgeschrieben werden. Und dann spielt man das so lang, bis wir 12 oder 20 Punkte haben. Ja, das ist The Cat, ein schnell gespieltes Kartenspiel von Amigo. Gerade eine der Neuheiten, wie man sieht, ein sehr schnell gespieltes Spiel.